Hallo zusammen, heute geht es ums Brotbacken und zwar Brotbacken in der Krise. Ich habe hier ein Brot, ist heiß, frisch gebacken und zwar habe ich das hier jetzt gebacken mit dieser Batteriebox. Sie ist hier auch spürbar ein bisschen warm, sie hat gearbeitet und das ist eine Brotbackmaschine vom Landi, also nichts Spezielles, die kriegt ihr für 65 Schweizer Franken. Und hier habe ich ein Brot, ich sag mal viermal in der Woche, 400 Gramm Mehl, 250 Gramm Flüssigkeit, also das Brot hat ca. 600 Gramm Gewicht. Ich habe für das Brot hier mit dieser Brotbackmaschine 26% der Batterie gebraucht, das heißt, diese Brotbackmaschine hat 332 Watt Strom oder Wattstunden Strom gebraucht für diesen Backprozess. Wenn das Ding dann ein bisschen kühler wird, packen wir das aus. Es ist noch sehr warm. Wenn man es einen Moment stehen lässt, hält es dann auch besser, fällt dann auch besser runter. Jetzt, wenn ich den Katalog, den verlinke ich euch logischerweise unten drin. Und ich habe hier ein Muster einer Notstrom, Solarset Notstrom. Und das besteht aus dieser Batteriebox plus ein Solarregler und zwei solche, bisschen größere Zellen. Und das Paket ohne Ladegerät, ohne irgendwas. Zusammengerechnet kostet diese Batterie 1400 plus die Panel 280 plus Kabel plus Regler nochmals 85 und dann noch die Brotbackmaschine, wie gesagt, 65 Franken dazu. Verkaufe ich nicht, die ist jetzt von Landi, aber die gibt es auch anderweitig. Und das ist ein Kostenpunkt ohne Montage von 1825 Schweizer Franken. Das ist sehr, sehr viel Geld. Wenn man es anders rechnet, komme ich dazu. Von der Montage, da komme ich auch dazu. Ich schaue mal, was kostet überhaupt Brot? Und dann kam ich im Schnitt drauf, wenn ich ein Standard-Weißbrot nehme, dann kostet das zwischen 5 bis 6 Franken pro Kilogramm Brot im Laden fertig gebacken. Wenn ich so ein 600 Gramm Brot nehme, was hier drin ist, dann hätte das einen Wert, wenn ich es im Laden kaufen würde, von 3 Franken. Aber ich kann es zu Hause machen, ich wohne auf dem Lande. Ich muss nicht in den nächsten Laden fahren, ich muss nicht aus dem Haus, ich mache das und in 3 Stunden ist das fertig. Und die Zutaten dafür kann ich auch bei Aktionen ein bisschen günstiger kaufen. Jetzt, wenn ich Fertigbrotbackmischungen kaufe, weil ich nicht selber mischen will, ich mische selber normales Mehl, Hefe dazu, ein bisschen Rotwein, ein bisschen Müsli rein und so weiter, ein paar Nüsse. Teilweise mache ich Apfel rein, Raffeln und so weiter. Einfach, dass nicht immer das Gleiche ist. Aber wenn ich ein Standard normales Brot nehme, ich kann auch ein dunkles Brot machen. Hier ist jetzt noch ein Stück, etwa circa ein Deziliter Rotwein drin. Der kostet natürlich auch wieder zusätzlich. Aber wenn ich eine Standardmischung nehme, dann kostet die in der Landi für diese Menge Brot 1,30 Franken. Beim Lidl Schweiz 1,07 Franken, bei Lidl Deutschland 32, so zur Information. Dann beim Betty Bossi oder Coop kostet das dann 72. Und bei dem Mikro habe ich keine Fertigbackmischung gefunden. Da muss ich dann das Mehl kaufen, Budget, also einfach einfaches Weißmehl. Plus eine Hefe, 13, plus noch Salz dazu. Klar kann ich dann nicht
ein Gramm kaufen oder 2 Gramm und ich muss dann größere Mengen vom Salz einkaufen. Aber so komme ich etwa auf 50 Rappen pro Brot. Materialkosten. Das Wasser habe ich jetzt nicht gerechnet, aber wenn ich das aus dem Hahn nehme, dann geht das auch relativ gut auf. Wenn ich dann rechne, 50 Rappen kostet mich das Material hierzu und 3 Franken kostet mich das gleiche Brot im Laden, wenigstens auf das Gewicht heruntergerechnet, dann kann ich damit pro Brot 2 Franken 50 einsparen. Beschaffungskosten, Brot zum Anrühren, kommen wir weiter dazu. Wenn ich also diese Anlage kaufe und die auf den Balkon stelle oder sowas, dann kann ich damit 730 Franken Brote Brote backen, dann bin ich auf den gleichen Kosten. Wenn ich dann 3 Brote backe pro Woche, dann brauche ich 243 Wochen, das sind 4,8 Jahre. Ist unter 5 Jahre, hier habt ihr 5 Jahre Garantie, das sollte auch 10 Jahre halten und bei den Solarpanels rechnen wir hier heute über 20 Jahre. Also das heißt, nur bis es amortisiert ist, brauche ich, sagen wir 5 Jahre, wenn ich 3 Brote backe, also 600 Gramm in der Woche. Die Beschaffungskosten, wenn ich das paar Kilo Mehl kaufen kann, Mehl geht eigentlich nicht kaputt, ein Pack Salz, noch ein paar Trockenhefe dazu, das kann ich alles auf Lager legen, da gehe ich einmal im Monat kaufen und dann bin ich ja wirklich ausgerüstet. Und so kann ich flexibel, auch am Sonntagmorgen, dann habe ich 6 Uhr aufstehen, wenn ich pinkeln gehe, mache ich ein Brot, dann habe ich um 9 Uhr ein fertig warmes Brot hier aus dem Ofen. Oder wenn es vielleicht nicht klappt, ich komme nicht aus dem Haus, dann kann ich ein Brot backen. Jetzt sind wir schon wieder in der Krisenvorsorge und Blackout und nervös und keine Ahnung was. Bei Stromausfall, Blackout, kann ich hier auch ein Brot backen, weil im Laden kriege ich überhaupt nichts mehr. Und ein paar Kilo Mehl zu Hause haben, kann ja auch nicht schaden. Mal schauen, wie warm das ist. Ist immer noch warm. So ein Handtuch, das bringt was beim Rausschütteln. Also das Brot kommt hier raus. Das Rührwerk ist noch drin. Das gibt es dann heute Abend zum Abendessen. So sieht das Brot aus. Wenn ihr mal so eine Brotbackmaschine gehabt habt und damit ein bisschen übt, hat Vorteile. Ja, das ist die zur Amortisation dieser Einheit. Wenn ich einen Tag Sonne habe, bringe ich circa mit der Anlage 2x 130 Watt Panel Faktor 4 rein pro Tag. Das heißt, ich habe 1 Kilowatt zur Verfügung, also 250 mal 4 gibt 1000. Damit könnte ich schon 3 Brote backen. Also heißt, wenn es ein schönes Wetter ist, kann ich damit noch intensiver damit Brot backen. Das heißt, von 4,5 Jahren Amortisationszeit, was ich vorher gerechnet habe, könnte ich das auch runterdrücken auf 2. Aber es ist eine Investition in die Zukunft und wenn ihr wirklich Angst habt vor einem Blackout und bla bla und so weiter, dann habe ich hier auch im Notfall Strom für irgendwas anderes. Ich habe hier einen USB-Anschluss zum Handyladen oder sonst kann ich damit Strom produzieren. Aber die 1800 Franken, die ihr hier dauerhaft für die nächsten 10 Jahre investiert, habt ihr mit so einer Brotbackmaschine wirklich gut gerechnet in 2 bis 5 Jahren amortisiert, also 2 Jahre wird hingehen. Mehr kann ich jetzt nicht sagen zum Brotbacken. Ich wünsche euch einfach einen schönen Tag.
Hier verlinke ich euch natürlich das Video zu diesem Notstrom-Set, obwohl hier noch ein Ladekabel dabei ist, was ihr nicht braucht. Und den Katalog verlinke ich euch unten drin. Hier das Video. Hier könnt ihr mir ein Abo dalassen. Und ich wünsche euch einen schönen Tag.